Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus ist omnipräsent. Unternehmen schalten in den Krisenmodus, während sich die Börsen nach den Märztiefs schon wieder deutlich erholt haben. Fragen dazu jetzt an Markus Sievers. Er ist Fondsmanager und Geschäftsführer bei Apano. Schönen guten Tag, Herr Sievers, nach Dortmund. Ja, hallo, Herr Franek. Ja, wir haben den schnellsten Crash in der Börsengeschichte gesehen. Danach ging es schon wieder bergauf. Wie bewerten Sie denn jetzt die Achterbahnfahrt? Naja gut, es ging ja zunächst mal in der Tat wirklich historisch schnell bergab. Das liegt natürlich auch daran, dass wir schon was Einmaliges gesehen haben, nämlich eigentlich eine staatlich angeordnete Rezession oder Shutdown. Also die Rezession ist ja letztlich die Folge. Und man muss eigentlich ganz klar sagen, dass der Markt richtig in Panik kam. Es betrifft ja auch alle Menschen, anders als vielleicht die Krisen zuvor. Der Markt kam richtig in Panik, gerade so um den 18., 19. März. Und wenn nicht wirklich historisch einmalige, größtenteils unlimitierte Stützungs- und Kaufprogramme der Notenbanken gekommen wäre, wäre der Markt auch wahrscheinlich wirklich nochmal deutlich stärker gefallen. Und so ist eben das viele Notenbankgeld und die Tatsache, dass so die Börse anfängt, berechtigt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ein bisschen in die Zukunft zu schauen und quasi schon ins nächste Jahr zu schauen, wo Wachstum zurückkehren soll, das erklärt die Achterbahnfahrt. Aber da ist schon ganz schön viel Goodwill aktuell in den Märkten. Jeder Crash ähnelt sich, sagen viele Börsianer, Herr Sievers. Lassen sich auch diesmal wieder Parallelen ziehen oder ist im Corona-Crash doch einiges anders? Ja, also in der Tat gibt es natürlich schon Parallelen, das ist klar. Es ist aber eben schon ein bisschen was Einmaliges. Also wenn man jetzt einfach mal Finanzkrise schaut, dann stellt man zum Beispiel fest, dort hat es ja nur einen gewissen Teil von Menschen, das war gar nicht omnipräsent für alle, während jetzt ja wirklich jede Berufsgruppe betroffen ist. Das heißt, man muss es wirklich sehen. Und das ist natürlich eben keine Ermüdungserscheinung der Wirtschaft selbst, sondern staatlich angeordnet, weltweit natürlich. Irgendwann wird es sich lockern. Das ist sicherlich schon eine Besonderheit. Die Parallelen werden natürlich wie immer die sein, dass wir in solchen Abwärtsphasen eben auch Bärenmarkt-Rallys haben, also quasi Gegenbewegung gegen eigentlich einen übergeordneten Abwärtstrend. Das ist wahrscheinlich das, was wir gerade eben sehen, mit viel Unsicherheit natürlich verbunden. Und was eben auch solche Krisen immer gemein haben, es kommt oft eine zweite Welle. Also wenn man ein bisschen schaut, gut, irgendwann ist der Lockdown zu Ende. Es dauert natürlich noch, Stichwort auch Impfstoffe, wann kommt der? Wahrscheinlich ja erst nächstes Jahr, aber wird es Medikamente geben? Aber es kommen eben oft sogenannte zweite Wellen, die vielleicht hier wiederum auch aus der Schuldenthematik kommen, weil wir sehen ja jetzt schon wieder Diskussionen, dass verschiedene südeuropäische Länder eben die wirtschaftlichen Förderprogramme nicht alleine werden stemmen können und aus der Sicht eine möglicherweise neue Schuldenkrise entstehen kann. Also es bleibt spannend und sicherlich noch die nächsten Monate. In diesem Umfeld gibt es natürlich weiterhin Ihren Apano-Stimmungsindex und ich verfolge den offen gesagt auch täglich. Sie veröffentlichen den ja auch auf LinkedIn beispielsweise für jeden einsehbar. Welche Signale hat er in den vergangenen Wochen geliefert? Also ich muss sagen, also der ist wirklich, er hat doch viele Likes bekommen. Also wir sind da sehr, sehr weit voran gewesen. Also um es mal ganz konkret zu sagen, wir rechnen den Stimmungsindex ja nicht nur, sondern wir kommentieren ihn auch. Und das ist ja im Archiv auch nachzulesen. Am 16.01. bereits haben wir eigentlich Coronavirus auf der Agenda gehabt. Das lag natürlich nicht und wir wussten auch natürlich nicht, was kommt. Aber uns ist aufgefallen seinerzeit, dass obwohl ja der Phase-1-Deal, also alte Welthandelsstreit, USA-China, Phase-1-Deal unterschrieben, überall gingen die Börsen deswegen hoch, nur in China nicht. Und dort war zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr der Handelskrieg auf den Titelseiten, sondern eben Coronavirus. Am 27.01., also 4 Tage nachdem ja Wuhan den Shutdown hatte, hatten wir in unseren Blogs eben das Virus als möglichen schwarzen Schwan gesehen. Auch wie gesagt, ganz offen, das haben wir uns so auch nicht vorstellen können, dass die ganze Welt zumacht. Zumal ja die Börsen auch zu dem Zeitpunkt und auch noch fast 2 Wochen danach ja noch nach oben gelaufen sind. Denn wir hatten ja die Höchstwerte noch am 19. Februar. Trotzdem hat der Stimmungsindex da schon das Signal gegeben. Und wir haben unsere Aktienquoten zum Beispiel von über 90 auf 75% gesenkt. Also der hat es wirklich super. Und direkt 2 Tage nach Beginn der Korrektur waren wir tief im Neutralen. Und damit alle Warnsignale an, die uns eben auch die Signale gegeben haben, die Fonds defensiv zu gestalten. Also wir sind da sehr, sehr zufrieden damit, wie das funktioniert hat.
Wie hat sich denn in dem Umfeld der vermögensverwaltende Mischfonds Apano HI Strategie 1 entwickelt, Herr Sievers? Ja, im Grunde sehr gut. Also wie gesagt, wir haben die Signale bekommen und haben entsprechend Risiko rausgenommen. Und die Besonderheit dieser Krise ist natürlich, gerade bei solchen Panikkrisen ist, es hat ja nichts geholfen. Also der Fonds ist in der Tat ja diversifiziert. Das heißt, wir haben Goldpositionen, wir haben defensive Anleihenpositionen, wir haben natürlich auch Unternehmensanleihen, aber wir haben Aktienpositionen und verschiedene Absicherungsstrategien. Aber mit ganz wenigen Ausnahmen hat eigentlich, also Gold hat verloren, Anleihen haben verloren. Also es gab wenig Sicherheiten außer Cash, und das haben wir eben auch aufgebaut und wir haben uns wirklich abgesichert. Also da ist deutlicher Mehrwert eben auch durch den Stimmungsindex und durch das aktive Management entstanden, weil alle Einzelpositionen, hätten wir sie durchgehalten, wäre der Verlust größer gewesen. Und so stehen wir, dass wir einen knapp einstelligen Verlust hatten in der Spitze und stehen jetzt seit Jahresanfang noch bei circa minus 5. Also das ist vertretbar in relative Betrachtung. Aus unserer Sicht sind wir da sehr zufrieden mit und haben eben auch Chancen in diesem Jahr da noch ein Plus hinzubekommen. Und wie sah es beim Apano Global Systematik aus? Ja, das ist ja ein reiner Aktienfonds und da wird der Mehrwert mindestens mal noch genauso deutlich. Wir sind ja in das Jahr gestartet mit über 90% Investitionsquote, ich sagte es ja, und sind dann relativ früh im Januar schon auf 75% runter, das 25% Kasse, also risikofrei bedeutet. Und wir sind dann sehr schnell mit Beginn der Korrektur auf fast 15% Aktienquote runter. Also das ist wirklich deutlich im Risikoabbau, so dass wir hier ungefähr ein Drittel eigentlich der Aktienverluste hatten. Aber der DAX war ja in der Spitze bei minus 36 ungefähr, glaube ich, Weltaktien fast bei minus 30. Wir hatten knapp minus 14 ungefähr. Das wäre in der Spitze verglichen mit Weltaktien. DAX, wie gesagt, ungefähr ein Drittel. Und wir sind auch da auch früh wieder in den Markt hinein. Also wir haben nahe den Tiefs angefangen, natürlich nicht voll investiert zu sein, sondern etwa halb investiert zu sein, sodass wir auch hier mit diesem Fonds knapp 5,5% Minus seit Jahresanfang haben. Und das ist, wo der DAX immer noch bei, ich glaube, jetzt knapp minus 20 Stand heute steht, sind das für uns sehr, sehr gute Ergebnisse. Herr Sievers, vielleicht ist die letzte Frage einfacher als sonst, weil wir schon mittendrin im zweiten Quartal sind. Denn wir reden ja immer über die Aussichten des jeweils folgenden Quartals. Jetzt haben wir die ersten Quartalszahlen schon gesehen. Ist die Einschätzung dadurch einfacher geworden, wie die kommenden Wochen wohl verlaufen werden? Nein, leider gar nicht. Also im Grunde muss man sagen, wir haben fundamentalen Blindflug. Also es ist so, und das erwartet auch jeder, dass das mag jetzt auch den Markt nicht sofort wieder erschüttern. Natürlich wird es so sein, dass wir nach einem noch eher stabilen ersten Quartal ein wirklich fürchterliches zweites Quartal werden sehen. Also das kann ja auch gar nicht anders sein. Fundamentale Arbeitslosenzahlen, alles schnellt nach oben, die Gewinne, Daimler und andere, also Daimler hat heute 75% Gewinnreduktion und so weiter, und wir werden natürlich auch noch Konkurse und Pleiten sehen, eben die es nicht schaffen. Also da ist auch natürlich, also ein Stück Rezession ist ja auch eingepreist, aber die große Unbekannte ist, oder eigentlich immer zwei große Unbekannte. Die erste ist, wie verhält sich das Virus? Also wir fangen jetzt an, langsam dem Leben zurückzukehren, aber muss man ja wirklich sagen, auch langsam. Gibt es eine zweite Welle? Jetzt auch, ist ja nicht nur eine rein deutsche Frage, sondern global. Also werden die Beziehungen wirklich wieder aufgenommen und kann man wieder fliegen und sind die Grenzen offen und kann man eben seinen Geschäften wieder nachgehen? Wie lange dauert das? Also das Virus ist die eine, und dann die andere ist eben natürlich darin zu sehen, funktioniert das so, dass man den staatlich angeordneten Shutdown eben auch relativ schnell wieder hochfahren kann. Also bisher gehen ja viele, also es gibt natürlich auch Pessimisten, aber so der Konsens ist ja, dass wir nach einem ziemlich schlechten zweiten Quartal halt stabilisierende, leicht wachsendes drittes, viertes Quartal sehen und 2021, also nächstes Jahr, praktisch schon wieder unseren, also so viel Wachstum haben, dass wir das Jahr 2020 wieder aufholen. Aber hier sind natürlich ganz viele Fragezeichen, die man wirklich einfach nur jeden Tag neu bewerten kann. Und für uns heißt das natürlich auch in dieser Phase, ein bisschen Risiko muss man nehmen, aber auch eben nur ein bisschen und jetzt hier nicht alles auf eine Karte setzen. Dann halten wir fest, größere Pleiten wird es geben, aber der Blick auf 2021 ist schon wieder positiver. Markus Sievers war das, Fondsmanager und Geschäftsführer bei Apanos. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, Herr Sievers. Ja, danke auch und Sie auch.